Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhörl, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 682. Eichhörl-Wanderung am Dienstag, dem 1. Februar 2022. Ja, Sie sehen, ich bin nicht am Eichhörl, der liegt hier hinten oben schon im nächtlichen Dunkel. Ich bin in der Studierstube und das ist auch schön, denn am ersten Tag der Ferien kann man ein bisschen reflektieren über das Semester, das hinter uns liegt, und ein bisschen planen und nachdenken über das Sommersemester 2022. Ja, und der 1. Februar führt mich natürlich zurück noch einmal zu Richard Strauss, zum Rosenkavalier. Wir sind ja erst unlängst gewandert mit dem Rosenkavalier und dem Dirigenten seiner Uraufführung, Ernst von Schuch. Heute aber der Textdichter, der Dichter des Librettos, Hugo von Hofmannsthal. Hugo von Hofmannsthal ist heute vor 148 Jahren am 1. Februar 1874 geboren. Übrigens im gleichen Jahr wie Franz Schmidt, der auch 1874 geboren worden ist, und notabene natürlich auch Arnold Schönberg ist ein 74er Jahrgang. Ja, Hofmannsthal hier sehen Sie ihn in den 20er Jahren, schon nach dem Rosenkavalier, nach der Frau ohne Schatten, nach der Josefslegende, kurz vor seinem frühen Tod. Aber seine Mitwirkung an der Gründung der Salzburger Festspiele, die hat er hier schon hinter sich. Und wenn wir Bilder anschauen vom Jedermann von der Gründungszeit, zum Beispiel dieses hier, dann ist man eigentlich ganz schwermütig, mit wie einfachen Mitteln man damals Theater gespielt hat. Mittlerweile sind wir auch hier sehr korrumpiert. Immer mehr müssen wir verzaubert haben, immer mehr müssen wir verbaut haben, immer mehr muss künstlich sein. Und das Theaterspielen mit Menschen auf einer Bühne ohne Firlefanz, das ist uns bisweilen ganz abhanden gekommen. Naja, und da werde ich jetzt als Wanderer noch ein bisschen sinnieren über diesen Zustand und werde versuchen, wieder die Wanderrichtung zurückzurichten zu den Quellen, den Anfängen, den Ursprüngen und zur Natürlichkeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine nachdenkliche Abendgestaltung mit Hofmannsthal und vielleicht wandern Sie ein bisschen mit mir zurück zum Ursprung.